Lehrer braucht das Land und Lehrerinnen. Das Lehramtsstudium ist nach wie vor das Mittel der Wahl, aber um schnell dem Mangel entgegenzuwirken, braucht es andere Lösungen. Immer beliebter wird der Quer- bzw. Seiteneinstieg in den Lehrerberuf. Wie auch ihr ohne Lehramtsstudium in den Schuldienst wechseln könnt, verrate ich euch in dieser Folge, also bleibt dran. Im Schuljahr 2022-23 fehlen an den Schulen in Deutschland bis zu 40.000 Lehrerinnen und Lehrer. Die Unterrichtsversorgung hat sich in allen Bundesländern verschlechtert. So Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Wie sieht es an eurer Schule aus? Schreibt mal unten in die Kommentare, wie sich der LehrerInnenmangel an eurer Schule auswirkt. Die Kultusministerkonferenz prognostiziert bis zum Jahr 2035 ein Fehlen von 23.800 Lehrkräften. Darin ist aber noch nicht der Ausbau von Ganztagsbetreuung oder die Beschulung geflüchteter Kinder und Jugendlicher eingerechnet. Bildungsexperte Klaus Klemm kritisiert die Hochrechnung der Kultusministerkonferenz, sagt, diese sei sehr geschönt und spricht gar von 158.000 fehlenden Lehrkräften bis 2035. Eine entscheidende Stellschraube, um diesem Problem zu begegnen, ist der Quereinstieg. Was vor einigen Jahren noch als absolute Notlösung angesehen wurde, ist mittlerweile gängige Praxis. Der Quereinstieg nimmt bundesweit Jahr für Jahr zu. In Berlin waren beispielsweise 60% aller Neueinstellungen im Schuljahr 2021 Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen. Das ist deutschlandweit der Höchstwert. So, und nun kommen wir zum Teil, der euch vermutlich am meisten interessiert. Wie kann ich denn nun als Quereinsteiger in den Schuldienst wechseln? Gerne würde ich jetzt einen allgemeinen Leitfaden mit auf den Weg geben, aber hey, das wäre ja viel zu einfach. Wir haben schließlich 16 Bundesländer, ergo gibt es 16 verschiedene Möglichkeiten. Ja, und dann halt noch ganz viele Sonderregelungen. Gut, ganz so schlimm ist es nicht, aber irgendwie dann halt auch doch. Der erste Fallstrick, Quer- oder Seiteneinstieg. Diese zwei Begriffe sind in den Bundesländern unterschiedlich definiert und bedeuten in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein auch zwei verschiedene Arten des Einstiegs. Grundsätzlich gilt, QuereinsteigerInnen haben meist zwei für das Lehramt relevante Fächer studiert, aber eben kein Lehramtsstudium absolviert. Voraussetzung für den Quereinstieg in die Schule ist, dass es in einem der Fächer nicht genügend ausgebildete Lehrkräfte gibt. Die sogenannten Mangelfächer unterscheiden sich von Jahr zu Jahr und von Bundesland zu Bundesland. Meist sind es die MINT-Fächer, aber auch Fächer wie Musik oder Kunst sind häufig dabei. An beruflichen Schulen gibt es eine große Bandbreite an Fachrichtungen, in denen Lehrkräftemangel herrscht. Quereinsteigende besuchen je nach Bundesland vor dem Einsatz im Schuldienst einen mehrwöchigen oder manchmal auch nur mehrtägigen Einführungskurs und werden dann berufsbegleitend weiterqualifiziert. Außerdem werden sie in den Schulen im Idealfall besonders unterstützt, etwa durch Mentoring. Also, das waren jetzt mal die groben Gemeinsamkeiten. Studium und großer Bedarf. Wenn ein Quereinstieg für bestimmte Fächer möglich ist, dann wird fast immer ein erstes Staatsexamen, ein Master-, Diplom- oder Magisterabschluss verlangt. Aber selbstverständlich gibt es auch hier Ausnahmen. So, jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Fangen wir an mit Bayern und Baden-Württemberg. Hier sind die Hürden besonders hoch. Bayern will den Quereinstieg möglichst vermeiden und hat auch erst im Schuljahr 2021-22 zum ersten Mal diese Sondermaßnahme ermöglicht. Aber auch nur in der Sonderpädagogik. Eventuell gibt es noch für einige wenige Fachbereiche an beruflichen Schulen ohne explizites Lehramtsstudium die Möglichkeit einzusteigen, aber sonst sind die Möglichkeiten doch sehr begrenzt. In Baden-Württemberg wurde der Einstieg für Physik und Informatik etwas heruntergeschraubt und es werden Bewerber nur mit Master oder Diplom in Betracht gezogen. Ansonsten führt eigentlich kein Weg vorbei am Lehramtsstudium. Ja, in den nächsten Jahren wird sich das vermutlich aber auch noch ändern, denn ja, der Mangel wird ja immer größer. In allen anderen Bundesländern werden für Fächer mit großem LehrerInnenmangel mittlerweile BewerberInnen mit gleichwertigem Fachstudium angenommen. Eine Ausnahme gibt es noch in Sachsen. Dort werden für das Fach Informatik aktuell sogar BewerberInnen akzeptiert, die nur über einen Bachelorabschluss verfügen. Dies gilt soweit zumindest für die allgemeinbildenden Schulen.
An beruflichen Schulen sind die Möglichkeit für einen Quereinstieg meist leichter, da es dort sehr viele Fachrichtungen gibt, in denen großer Lehrermangel herrscht. Dort kann in Einzelfällen sogar eine abgeschlossene Ausbildung zum Meister reichen. Aber das ist wirklich eine ganz große Ausnahme. Zu 99% führt kein Weg an einem Studium vorbei. Zumindest um als vollwertige Lehrkraft tätig zu sein. Für jede Ausnahme gibt es immer eine weitere Ausnahme. So werden hin und wieder auch Fachkräfte zur Aushilfe für Übungen, Betreuung, Lernunterstützung oder Ähnliches gesucht. Das gehört dann aber eher in die Richtung Nebenjob und zählt jetzt nicht zu den wirklichen Quereinstiegen. Das Thema Quereinstieg wird in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen und vermutlich werden die Hürden auch immer weiter heruntergesetzt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 mit dem Titel Unterschiedliche Wege ins Lehramt, unterschiedliche Kompetenzen, wurde analysiert, ob durch QuereinsteigerInnen die Unterrichtsqualität nachlässt. Die Studie kam zum Ergebnis, dass QuereinsteigerInnen im Vergleich zu den regulären LehramtsanwärterInnen in fachlicher Hinsicht nicht schlechter abschneiden. Sie zeigen sogar eine höhere Stressresistenz. Ihnen fehlen nur pädagogisch-psychologische Kenntnisse. So, wenn ihr euch nun für das Lehramt interessiert und kein Lehramtsstudium vorweisen könnt, ihr aber ein abgeschlossenes Studium habt, dann informiert euch auf den Seiten des jeweiligen Kultusministeriums. Ich kann euch leider unmöglich für alle Bundesländer, Fachrichtungen und Schularten sagen, welche Möglichkeiten es im nächsten Schuljahr zum Beispiel gibt. Dafür ändert sich alles viel zu schnell. Aber die Links habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Seid ihr über Umwege ins Lehramt gekommen? Dann erzählt uns doch gerne in den Kommentaren, wie euer Weg aussah. Besonders interessant sind natürlich die ganzen Fälle, die sich eventuell von dem, was ich herausgefunden habe, unterscheiden. Und sagt uns, wie viele QuereinsteigerInnen an eurer Schule tätig sind. Damit sind wir am Ende. Das war Betzl TV für diese Woche. Hier rechts habt ihr noch weitere Videos von mir und direkt unter diesem kleinen Fenster findet ihr auch noch den Abo-Button. Über ein Kanal-Abo würde ich mich sehr freuen und ihr werdet informiert, wenn es ein neues Video gibt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Christoph und tschüss.